Hallo und herzlich willkommen bei Wien IT Business Solutions. Mein Name ist Benny und heute zeige ich euch ein neues Feature im WKS ERP-System und zwar das automatische EOL-Setzen, also End of Life, von lange nicht benutzten Artikeln. Ja, ich denke, das trifft es ganz gut. Wir gehen dazu in die AAV und so ein Artikelstamm, der kann sich ja über die Jahre schon mal aufbauschen, sage ich mal. Man kann auch dann den Überblick verlieren. Wir hatten das Problem und haben dann einfach ein neues Feature eingebaut und zwar Artikel EOL setzen. Da gibt es schon ein Weilchen, allerdings nicht an ein Datum gebunden. Jetzt können wir nämlich sagen, zeig oder setze alle Artikel auf erledigt oder auf EOL, die älter dieses Datum sind und seit dem Datum nicht verkauft wurden. Wird ja auch nochmal gut beschrieben. Alle Artikel, die vor diesem Datum erstellt wurden und in keinem Vorgang seit diesem Datum vorkommen und auch keinem Mitarbeiter zugewiesen sind, wie zum Beispiel Dienstleistungsartikel. Also Dienstleistungsartikel werden ja den Mitarbeitern zugewiesen, die sind davon auch ausgenommen. Aber wir können jetzt mal kurz gucken. Wir schauen mal, machen mal eine leere Suche. Da haben wir ein paar Artikel drin, machen wir ein bisschen mehr. So. Genau, in meinem Testsystem habe ich 85 Artikel drin. Genau, viele von 2018, 21, 2020, 2020, 2019 sind einige, 2018 sind einige. Gut. Und jetzt sage ich aber mal, ich möchte alles, was vor dem 01.01.2020 erstellt wurde und seit dem 01.01.2020 nicht verwendet wurde, möchte ich gerne auf EOL setzen. So, da sagen wir suchen und da findet er mir nämlich ein paar Sachen und die kann ich jetzt eben einmal alle anhaken oder mir auch nur einzelne Sachen anhaken und dann sage ich EOL setzen und dann sind die weg. Wir können noch eine Leersuche machen, das waren jetzt nicht so viele. Genau, aber jetzt ist die Zahl auf 77 geschrumpft und die Artikel sind natürlich nicht weg. Wenn mir ein Fehler passiert sein sollte oder ich den Artikel wieder hinzufügen möchte, dann sage ich einfach die nicht mehr verfügbaren Anzeigen. Kann dann natürlich auch direkt nach diesem Artikel suchen und die werden mir dann angezeigt, indem die hier so grau hinterlegt sind. Genau, in dem Fall jetzt hier dieses Set 2. Doppelklick rein, Haken raus, speichern. Und Set 2 sollte jetzt wieder aktiv sein. Genau, fertig ist die Laube. Perfekt. Gut, das war es auch schon zum Thema Artikel automatisch auf EOL setzen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr vom WKS erfahren wollt. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, ciao.